Hallo ihr Lieben, ich darf euch wieder berichten von meinem neuen Wantread. Ich habe mir diesmal etwas weniger Bücher rausgesucht als im Oktober. Es sind wieder 10 und 2 Hörbücher und 3 Bücher davon habe ich bereits angefangen. Deswegen bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass das was wird. Zum einen habe ich noch ein paar Überbleibsel aus dem Oktober und deswegen wandern die jetzt einfach mit. Das eine ist mein Leserundenbuch The Hate U Give. Habe ich leider nicht geschafft. Ich war viel krank jetzt im Oktober und das eine Mal habe ich das zwar zum Lesen nutzen können, weil ich krankgeschrieben war, aber meistens bin ich vormittags, mittags, nachmittags in die Schule gegangen und habe mich dann abends nur noch ins Bett gelegt und entspannt und dementsprechend ist trotz der Ferien sehr wenig Lesezeit bei rausgekommen. Ich habe auch irgendwie 2 Viren gehabt und ein bisschen was verschleppt. Also es war alles nicht so schön. Und ja, dementsprechend habe ich mein Leserundenbuch nicht geschafft. Ich bin auf Seite 232. Wartet, so sieht das jetzt aus. Das habe ich geschafft. Ich habe also noch ein bisschen was vor mir und dementsprechend will ich versuchen, das gleich Anfang November noch wegzuknallen, weil ab dem 7. bilde ich mir ein, also heute ist der 30. Oktober für euch zur Orientierung. Nee, ab dem 6. Ab Montag, dem 6. beginnt mein neues Leserundenbuch. Das kann ich euch mal noch schnell zeigen. Ihr hattet ja jetzt schon die Einladung dazu, die Therapie von Sebastian Fitzek. Möchte ich gerne lesen. In meiner Ausgabe sind das 330 Seiten, bin ich auch sehr zuversichtlich. Ich habe richtig viel Bock auf das Buch. Ich habe ja 8 Nacht und das Paket gelesen und die 2 haben mir so mittelmäßig bis gut gefallen. Und mir wurde immer gesagt, die alten Fitzeks sind noch eine gute Schippe besser. Genau, und deswegen ist es dann sozusagen das neue Leserundenbuch, was ich lesen möchte. Was ich noch mitgenommen habe aus dem Oktober ist Resident Evil Band 5. Da habe ich die ersten, ich glaube, 64 Seiten gelesen. Das Band 5 hat aber nur 299 Seiten. Dementsprechend, das wird schon. Und auf Zombies habe ich immer wieder Lust. Deswegen denke ich mal, dass das was wird. Und noch ein apokalyptisches Buch, das habe ich angefangen mit in einer Leserunde mit der Steffi, dem Ben und der Lena, nämlich Swan Song. Und vom Vesta Verlag, mein erstes Vesta Buch. Es ist auf jeden Fall ein bisschen härter. Es geht um den mehr oder weniger Weltuntergang. Naja, ich sag mal so, die Welt hat sich zerbombt, ordentlich mit Atombomben und man verfolgt sozusagen ein paar Überlebenden, wie sie versuchen, sich zurechtzufinden, überhaupt wieder irgendwas zu finden. Das Wetter spielt auch verrückt und es ist natürlich vieles verseucht und sie müssen dort erstmal ein bisschen zusehen. Dort bin ich aktuell, heute ist der 30. Ja, 30. Oktober, ich bin aktuell auf 61% bei dem E-Book. 450 hat es. Ich habe also noch etwa 200 Seiten vor mir und ja, doch, etwa. Und ich will heute noch ein bisschen ein paar Kapitel lesen, morgen noch ein paar Kapitel lesen. Also es kann sein, dass ich in dem Monat bei 70% starte. Ich verlinke euch mal meinen Blogbeitrag in der Infobox dazu. Dort habe ich das ein bisschen aufgeschlüsselt, ne? Also immer mit Datum, wie viele Seiten von wie viel habe ich schon geschafft. Und der Blogbeitrag sieht allerdings nur schön aus, wenn man sich den auf den Laptop oder irgendwie auf den Rechner anguckt. Wenn man sich das mit dem Handy anschaut, zerschießt das mein schönes Bild. Ich kann euch das einmal zeigen, wie das auf meinem Laptop aussieht. So. Also ich finde es immer ganz süß und dort sind halt die Cover. Und da habe ich immer unten drunter geschrieben, auf welcher Seite ich bin. Nur, dass ihr euch das nicht wundert, wenn ihr euch das irgendwie auf dem Handy anschaut, dass das ein bisschen blöd aussieht. Ja. So, das sind die 4 Bücher. Dann habe ich mir definitiv mitgenommen, weil ich es unbedingt abarbeiten möchte. Don't You Cry ist ein Rezensionsexemplar. Geht es um ein... Da hatte ich aber irgendwie schon mal angefangen. Na, habe ich mir nicht markiert. Da wacht die Protagonistin auf. Und Quinn wacht auf und hat irgendwie eine durchzechte Nacht gehabt oder so und stellt fest, dass ihre Mitbewohnerin Esther... keine Ahnung, wie das amerikanisch ausgesprochen wird. Jedenfalls ist sie nicht da. Und sie kann sich nicht so richtig erinnern und zusammenreimen. Das hat mich hier am Anfang, als ich die ersten 20 Seiten oder so gelesen hatte, ein bisschen an Aquila von Ursula Poznanski erinnert, wobei das später rausgekommen ist. Das ist aber, denke ich mal, eine völlig andere Thematik.
Und ja, diese Quinn stellt fest, dass irgendwie schon nach einer Nachmieterin gesucht wird und versucht erstmal dann herauszufinden, was mit der Mieterin vorher passiert ist. Irgendwie ist die auch verschwunden. Und wie das denn jetzt alles zusammenhängt, ist so eine Art Thriller mit einer 19-, 20-Jährigen oder so. Also fast noch ein Jugendbuch-Thriller. Bin ich nach wie vor gespannt. Hat 384 Seiten und es muss dringend weg. So, weiterhin habe ich mir noch zwei Rezensionsexemplare rausgesucht vom Bloggerportal. Ich habe irgendwie Giants 2 immer noch nicht gelesen. Ich kann es nicht verstehen. Ich habe mich so auf dieses Buch gefreut und habe ich immer irgendwas dazwischen geschoben und was dazwischen geschoben, weil ich immer dachte, naja, Giants, das liest du schnell mal an 2 Tagen und irgendwie habe ich es dann nicht gelesen. Das hat 474 Seiten, aber in großartiger Schrift, weil man manchmal auch solche Interviews hat und so weiter und bin ich schon sehr gespannt. Muss unbedingt gelesen werden. Wie gesagt, ein Rezensionsexemplar und ganz neu eingetroffen vom Bloggerportal ist noch von S.L. Gray Das Apartment. Da habe ich ja schon gelesen, ich glaube zu Beginn des Jahres oder Ende letztes Jahr, Underground. Das ist also wieder ein Thriller, bin ich sehr gespannt. Hier geht es darum, dass ein Paar sich sozusagen ein Apartment mietet oder so ein Apartment-Tausch macht, ne, was so ein bisschen abenteuerlich ist. Und dort finden sie irgendwie Frauenhaare und das ist alles ganz heruntergekommen und anders als sie sich das vorgestellt haben. Und irgendwie soll das Ganze wohl noch lebensbedrohlich enden. Ansonsten kann ich mir da noch keine größeren Vorstellungen machen, hat 336 Seiten, liest sich, denke ich mal, ganz fix. Dann habe ich mir noch rausgesucht 2 Rezensionsexemplare, die ich von NetGalley habe, sprich nur als E-Book. Und das eine ist Fashion Victim, das hat 400 Seiten. Und dort geht es darum, ich glaube, um eine Journalistin. Und da wird ein Fashion Victim, ich glaube ein Model, tot aufgefunden. Das ist also auch ein Thriller und sie schnappt sich quasi die Story und ich denke mal, dass sie dort ermitteln wird. Also ich habe das Rätselexemplar schon ein bisschen länger von NetGalley und ja, deswegen sollte ich das mal dringend lesen. Habe ich auch Bock drauf. Also ich habe jetzt so im Herbst richtig Lust auf ein paar Thriller. Und dementsprechend wird es sicherlich auch irgendeine Ermittlergeschichte werden in dem Sumpf des Modedschungels. Und dann ganz neu habe ich mir den 3. Teil von Mary E. Pearson geschnappt. Da muss ich erstmal gucken, wie der heißt. Die Gabe der Auserwählten. Und da habe ich ja schon die ersten 2. Also das erste war Kuss der Lüge. Und das zweite, oh Gott, lass mich mal lügen. Ich fand die auf jeden Fall beide gut. Ach, das Herz des Verräters, genau. Und die hatten ja beide so, ich glaube, 500 Seiten, wenn nicht sogar 530, 550. Und ja, und den 3. Teil haben sie sich entschieden, der One Verlag, den zu splitten. Vielleicht auch die Amerikaner, ich weiß nicht, ob die Amerikaner das auch gesplittet haben. Auf jeden Fall hat jetzt der 3. Band die Gabe der Auserwählten nur 350 Seiten. Und dementsprechend ist ein Jugendbuch, ist, denke ich mal, auch recht fix zu lesen. Und ich habe halt auch Lust drauf. Also ich habe richtig Lust drauf, zu erfahren, wie das jetzt mit Lia weitergeht und mit Rafe und Caden. Mehr will ich jetzt zu der Story nicht sagen, ist wie gesagt schon der 3. Teil. Ansonsten habe ich dieses Jahr schon ganz viel zu diesen Büchern erzählt. Und ich glaube, auf dem Blog habe ich auch die schriftlichen Rezensionen. Na klar, ist ja von NetGalley, also habe ich auch die Rezension geschrieben. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann noch das 10. Buch ist kein Rezensionsexemplar, aber ich habe es schon einige Male jetzt in die Kamera gehalten, nämlich Cold War City von City von Mona Carsten, ihre erste Dystopie. Bin ich nach wie vor gespannt darauf, ob Mona Carsten das kann. Habe ich letztens eine sehr interessante Rezension gesehen bei Empire of Books. Und ja, hat 320 Seiten, ist auch sehr große Schrift, also wieder schnell zu lesen. Man sieht eigentlich, ich habe mir diesen Monat keine wirklich dicken Bücher rausgesucht, bis auf Giants, was sich trotzdem schnell lesen lässt. Und ich denke, das ist ein bisschen bewusst. Also unbewusst ist, dass ich mich auf viele Thriller gestürzt habe. Meine Stimme ist immer noch belegt. Und weil ich da irgendwie wahrscheinlich von der Temperatur und von der Dunkelheit Lust drauf habe. Aber irgendwie habe ich, denke ich mal, recht kurzweilige, dünne Bücher mir geschnappt.
Ja, in der Hoffnung, dass ich ein bisschen mehr lese. Also wir haben jetzt den 30. Oktober und ich glaube, ich habe im Oktober 4 Bücher gelesen und ein Hörbuch gehört. Das ist noch nicht viel. Aber ich habe noch 1,5 Tage, also 2 Tage, und ich möchte gerne noch ein Buch beenden, immerhin. Ja, deswegen bin ich ganz zuversichtlich mit den 10 Büchern erstmal. Und ich habe mir noch 2 Hörbücher geschnappt. Ich habe mitgenommen jetzt aus dem Oktober immer noch Monster 1983. Da habe ich bis jetzt 3 Stunden gehört von 11. Dass ich das noch nebenbei höre. Aber für das Buch brauche ich relativ viel Konzentration, weil das eher so ein Hörspiel ist. Also dass die sich unterhalten. Und ja, da muss man meiner Ansicht nach wesentlich mehr dabei bleiben, als wenn man einfach einen Sprecher hat, der diese Geschichte vorliest. Deswegen habe ich das im Oktober nicht ganz so sehr verfolgt. Und ich habe mir noch geschnappt Red Rising 2 von Pierce Brown. Ich habe ja die 2 und die 3 noch hier liegen. Und ich hatte die 2 damals angefangen, als wir diese Leserunde bei Facebook hatten. Im Februar vielleicht? Oder war das im November? Ich glaube, am 6. Dezember startete der 2. Teil und im Februar der 3. Anyway. Ich habe auf jeden Fall ab der Hälfte irgendwie nicht weitergelesen. Und da dachte ich mir, weil ich noch ein Audible-Guthaben hatte, da höre ich mir den 2. einfach mal an. Und da habe ich jetzt auch schon die ersten 2 Stunden gehört. 20 Stunden hat das Ding insgesamt, also habe ich noch ein bisschen was zu tun. Und ja, vielleicht. Also insgesamt 12 Bücher, 12 Geschichten habe ich mir vorgenommen. Ein paar davon sind angefangen, sowohl die Hörbücher als auch die 3 anderen Bücher. Und ansonsten drückt mir die Daumen. Ihr könnt gerne den Fortschritt verfolgen auf meinem Blog. Da werde ich immer, wenn ich Zeit und Lust habe, aktualisieren, also wie viele Seiten ich vorangekommen bin. Ich markiere das auch farblich und streiche das dann durch, wenn ich fertig bin und so weiter und so fort. Wenn euch das Spaß macht, guckt gerne vorbei. Und ansonsten bin ich schon sehr gespannt, wenn ihr was davon gelesen habt. Meldet euch gerne, sagt mir, ob ihr das gut fandet oder nicht. Und ja, ansonsten freue ich mich schon darauf, mich selbst davon zu überzeugen, wie das wird. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Tschüss!